Hallo, liebe YouTube-Freunde, ihr schaut der Pflegerfotografie. Mein Name ist Dennis und heute soll es um ein gewisses Thema gehen, nämlich macht es heutzutage noch Sinn, sich immer gleich die neueste Kamera zu bestellen oder geht man vielleicht einfach doch mal wieder um die Ecke zu seinem Fotofachhändler und holt sich da Beratung, Unterstützung, kann da auch mal was ausleihen. Aber mehr dazu gleich nach dem Intro. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ich habe mich heute nach Konstanz aufgemacht und habe mich zu meinem persönlichen Fachhändler begeben. Und neben mir steht der Michi vom Lichtblick. Hi, grüß dich, Leute. Der wird heute mit mir zusammen das Thema begehen und hat auch gleich schon ein paar Informationen für euch. Ist es denn heutzutage noch ratsam, Michi, sich einfach irgendwo auf irgendeiner Online-Plattform eine Kamera zu bestellen, weil ich die bei, sagen wir mal, bei YouTube einfach gesehen habe? Nehmen wir hier einfach mal, was haben wir hier stehen? 100er Makro. Ja, also prinzipiell ist ja nicht verkehrt, mache ich auch nicht anders. Wenn man ein bestimmtes Produkt ins Auge gefasst hat, wo informiert man sich zuerst? Online natürlich. Oftmals landet man dann eben auch auf YouTube, hat verschiedene Reviews, verschiedene Videos über die ganzen Geschichten. Ist nachher aber so, ein Produkt, 10 Videos, 10 unterschiedliche Meinungen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Es sind halt oftmals eben persönliche Meinungen, objektive Meinungen. Das ist auch nicht verkehrt, denn jeder hat ja so ein bisschen anderen Bezug zu Kamera oder auch einen anderen Anspruch an Kamera und Objektiv. Und da kommen wir ins Spiel. Wir hier vom Lichtblick Fotofachgeschäft in Konstanz bieten nämlich auch an, neben dem Riesensortiment, das du ja auch kennst, und der super Beratung, auch einen ganz tollen Rent-Service und Miet-Service. Das heißt, ihr könnt jederzeit, auch bevor ihr das Produkt kauft, vorbeikommen, die Produkte anfassen, die Produkte probieren. Und das heißt, nicht nur im Laden mal kurz ist gut und nicht. Ihr dürft damit rausgehen und ihr könnt die euch auch gegen eine kleine Leihgebühr natürlich tagesweise sogar mitnehmen, zu Hause testen, auswerten und selber euer Bild darüber machen. Okay, also sagst du, eben das kostet bei euch ein bisschen was, dass man da das ausleihen kann. Man muss den Personalausweis mitbringen, habe ich schon mitgekriegt. Ja, also prinzipiell kommt es so ein bisschen drauf an, was natürlich, also wir haben Kameras von Preisklasse 200 Euro bis objektive Kameras Preisklasse 10.000 Euro plus. Ja, hängt natürlich immer so ein bisschen vom einzelnen Produkt ab. Was wir öfter auch anbieten, wenn Kunden jetzt hier sind und sich relativ schnell entscheiden möchten, sich aber noch nicht ganz sicher sind, die dürfen einfach eine halbe Stunde raus vor die Tür, machen ein paar Probeaufnahmen, so sagt schon mal so ein bisschen, ja, was sagt mir mein Bauchgefühl dazu, liegt mir das Ding gut in der Hand oder ist es eher doch nichts? So habe ich es einfach nachher einfach in die Entscheidung zu treffen. Also ihr seht schon, es besteht also auch die Möglichkeit bei seinem Fachhändler um die Ecke, nicht nur der Lichtblick, denke ich mal, wird es anbieten, sondern egal, Erhard, Koch, Mundus, wie sie alle heißen, da könnt ihr überall hingehen und das Ganze ausleihen und auch mal für euch testen. Genau. Was ist so euer Erfahrungswert? Wie viele Kameras werden denn heutzutage gekauft und dann tatsächlich nach einem halben Jahr zurückgegeben und dann wieder umgetauscht gegen das nächste Bessere? Das sind gar nicht mal so wenige. Das hängt natürlich ein bisschen von der Industrie ab und von dem aktuellen Zyklus. Mittlerweile ist es ja so, dass jeder Hersteller jedes Jahr auch neue Produkte vorstellt, testet, auf den Markt bringt. Es ist durchaus, also mindestens ein Drittel der Leute, die ein Produkt kaufen, geben das früher oder später auch wieder bei uns in Zahlung. Dabei ist aber jetzt nicht klar, ob das schon nach einem Jahr ist, erst nach 2 Jahren oder vielleicht erst nach 3 Jahren. Wir haben das ein oder andere Spielkind, das bist du ja auch manchmal so. Ja, sehr gerne. Man kauft was, hat das ein paar Wochen, ein paar Monate und möchte dann doch wieder was anderes, weil man sich vielleicht umorientiert hat von der fotografischen Richtung oder einfach doch wieder was anderes testen möchte. Ich meine, davon leben wir. Ist aber wirklich so, dass da schon ein guter Prozentsatz an Leuten ihre Sachen nach relativ kurzer Zeit, ne? Also so Elektronik ist ja heutzutage, man kennt das auch von Fernsehen, Computern und Co., da kommt halt ständig was Neues, ist relativ kurzlebig und die tauschen das gerne dann bei uns auch ein. Wir haben ja auch gerade beim nächsten Punkt eben der An- und Verkauf. Wenn ihr neue Produkte bei uns erwerben möchtet, könnt ihr euer altes Produkt bei uns in Zahlung geben und wir rechnen dann was gut. Im Übrigen auch bei der Miete. Wir hatten es ja vorher angesprochen, wenn ihr was mitnimmt und testet, ihr zahlt eine Mietgebühr X über gewisse Tagessätze. Diese werden nachher aber wieder angerechnet. Wenn ihr dann sagt, hey, wow, hat mich voll überzeugt, möchte ich auch kaufen, ist voll meins, dann tun wir das direkt wieder gutschreiben auf den Kaufpreis. Das ist nochmal ein faires Angebot. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr klasse von euch und sehr cool.
Ja. Und im Prinzip gilt auf alles. Also nicht nur Kamera, Objektive. Wir haben ja noch viel, viel mehr auch im Videosegment an Zubehör, Mikrofone, Stative, was auch immer ihr möchtet. Einfach vorbeikommen, nachfragen, uns eine E-Mail schreiben oder auch gerne anrufen. Wir sind da sehr flexibel, was unser Warensortiment anbelangt. Cool. Also Lichtblick in Konstanz bietet es auf jeden Fall an. Worüber wir auch noch sprechen wollten, ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, früher bei Canon gab es die Möglichkeit, einen Koffer zu mieten. Ja. Den habt ihr ja auch. Ja. Und dort können wir was alles reinpacken, Michi. Das ist eigentlich frei zusammensetzbar nach deinem Belieben, sag ich mal. Es ist, sind gewisse Sachen drin. Wir können aber auch verschiedene Objektive und Kameras tauschen. Dann sagst du, hast jetzt einen Koffer, da ist beispielsweise drin eine R6, ein 24-70, 70-200, 16-35, Entschuldigung, 15-35 und auch andere Sachen. Kannst du auch gerne sagen, gut, nein, ich bin nicht der Typ für Weitwinkel, ich hätte gerne lieber das Makro. Dann switchen wir das Ganze und dann kannst du den Koffer auch entsprechend hier so ein bisschen frei konfigurieren, sage ich mal. Nicht nur bei Canon, sondern auch beispielsweise bei Sony und anderen großen Herstellern ist das möglich bei uns. Oh, das hört sich aber richtig gut an. Also gut. Könnt ihr nicht nur mit einer Kamera spielen und mit einem Objektiv rumtesten, sondern ihr könnt euch das, wie lange ist die höchste Mietzeit? Eine Woche, zwei Wochen? Bei den Koffern sage ich jetzt mal 10 Tage. Bei den Koffern etwa 10 Tage, das ist richtig. Aber 60% Rabatt gibt es ab 10 Tagen auf den gesamten Mietpreis. Genau. Also da muss ich auch ganz kurz, sorry, dass ich nochmal eingreife, sagen, das hängt immer vom Produkt ab, von der Verfügbarkeit. Und am besten, wenn ihr was mieten wollt, und euch nicht sicher seid vom Preis her, immer nachfragen bei uns. Einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen, weil das variiert echt mal so. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Urlaub möchte, Namibia, und ich habe da Lust, die großen Elefanten zu fotografieren, dann sehe ich hier gerade, habe ich das 100-500. Wäre kein Problem. Und dann kann ich das die 14 Tage, wo ich in Urlaub gehe, nach Namibia mitnehmen und kannst du auch. Tatsächlich kannst du das auch machen, ja. Also ihr seht, nicht nur beim Miet dein Objektiv und so weiter, wie die alle heißen, sondern auch bei eurem Fachhändler um die Ecke kann man eventuell sein Objektiv einfach mal schnell abholen, hat vor allen Dingen auch einen Ansprechpartner, kann direkt mit den Leuten hier kommunizieren und steht in enger Verbindung. Und wenn was kaputt gegangen sein sollte, müsst ihr nicht erst lange Erklärungen abgeben, sondern ihr gebt das Objektiv zurück und sagt, du, Michi, ist mir leider runtergefallen. Oder, wie ich neulich gehört habe, ihr hattet einen Kunden da, den hat der Elefantenbully überrascht und hat seinen Rucksack einmal komplett quer durch die Heide geschmissen. Ja, das war keine Miete, das war tatsächlich sein Privatequipment und er war Gott sei Dank auch gut versichert. Ganz wichtiger Einwand noch eben, also gerade bei solchen Produkten, wir sprechen hier halt von einer Preisklasse von 2.000, 3.000 Euro plus teilweise. Wir geben das nicht einfach so raus und sagen, ja, nimm einfach mal mit, klar, eine Ausweiskopie ist immer wichtig. Klar. Und bei solchen Produkten verlangen wir halt einfach auch eine Kaution. Sollte aber kein Problem sein, können wir direkt über Kreditkarte blocken. Ja. Genau. Seht ihr, also alles kein Problem und in dem Fall macht es tatsächlich heute Sinn, wieder testen zu gehen. Nicht nur, auch tut mir einen Gefallen, kauft bei euren regionalen Herstellern und Fachgeschäften und nicht immer alles über diese Online-Hersteller. Ich meine, es ist einfach heutzutage, ich kaufe auch einiges über Amazon. Mhm. Wir reden hier nicht, dass wir keine Amazon-Besteller sind. Nein, absolut nicht. Aber gerade solche Sachen. Ihr habt erstens einen Ansprechpartner. Ihr könnt hingehen, wenn irgendwas nicht gepasst hat, bei Amazon zurückschicken und so weiter. Die schmeißen teilweise die Produkte wirklich in den Müll. Und hier habt ihr wirklich auch einen Ansprechpartner, könnt sagen, du, da ist ein Kratzer drin. Ihr tauscht es dann auch und gebt es dann an Canon zurück. Aber Canon hat dann auch wieder ein Nachhaltigkeitszertifikat. Absolut. Die zerlegen ihre Bauteile und gucken, dass sie alles wieder verwenden können. Ganz wichtig. Auch ganz wichtig, der Nachhaltigkeitsgedanke. Du hattest gerade auch angesprochen, eben kauft nicht online. Also wer uns kennt, der weiß, wir sind ein bisschen oldschool und wir machen ganz, ganz viel stationär und haben nicht diesen klassischen Online-Shop-System, dieses klassische Online-Shop-Prinzip. Ist aber kein Thema. Ihr könnt auch die meisten Produkte bei uns online bestellen. Geht noch so ein bisschen altbacken. Ne? Ihr klickt auf das jeweilige Produkt auf den Seiten, klickt auf jetzt bestellen, dann öffnet sich der E-Mail-Browser und ihr müsst halt ein bisschen schreiben. Ist aber kein Thema, weil so könnt ihr auch preislich mit uns ein bisschen verhandeln, weil sich die Preise ja täglich so ein bisschen nach oben und unten bewegen. Einfach eine kurze Kommunikation und dann funktioniert das auch bei uns online. Zahlen könnt ihr über Banküberweisung, per Banküberweisung und auch per PayPal. Versenden tun wir auch überall hin, Deutschland, Europa, wo ihr seid. Mit was fotografierst du denn eigentlich?
eigentlich alles Mögliche, aber so meine Herzensmarke ist tatsächlich Fujifilm. Ja. Ja. Möchtest du was sagen? Nein, ich will gar nichts sagen. Du weißt ja, Canon steht in der ersten Reihe und Nikon ja, und ja, so weiter, dort genau. Hinten anstellt. Deine Reihe im Kopf vielleicht. Ja. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Perfekt. Er hat mich gefreut, dass du mal hier warst, mal wieder hier warst. Ja, ich bin ja das erste Mal da. Und freut mich auch, wenn der ein oder andere durch das Video aufmerksam auf uns wird und sich mal bei uns zeigt, meldet, wie auch immer. Ihr wisst ja jetzt Bescheid, dass wir existieren und dass wir auch eben entsprechende Mietservice-Testmöglichkeiten bieten und abgesehen davon natürlich ein riesen Warensortiment zur Verfügung haben. Ne? Ist nicht nur das bisschen an Canon, was ihr hinten seht, wir sind deutlich größer. Also wir sind 2 Stockwerke groß, über 200 Quadratmeter und haben auch alle großen Händler, Sony, Canon natürlich, Panasonic, Fujifilm, OM System, Nikon, also ihr findet alles bei uns. Okay, super. Genau. Hat mich gefreut. Ja, hat mich auch gefreut, dass ich hier sein durfte. Übrigens hat mir der Michi vor dem Video angeboten, für alle, die aufgrund dieses Videos zum Lichtblick kommen und sagen, sie möchten sich mal was ausleihen, kriegen 10% Nachlass auf die Ausleihtagesgebühr und können davon profitieren. Ich hau dazu einfach einen Code unten drunter in die Infobox und ihr nehmt diesen Code mit zum Lichtblick, schreibt ihn euch auf, zeigt ihn vor und sagt, hey, alles klar, wir kommen von der Pfleka Fotografie, von seinem YouTube-Kanal, sind darauf aufmerksam geworden und kriegt 10% Rabatt. Super, hast du gut gesagt, schön gemacht. In dem Fall, Leute, macht's gut. Dennis, danke, dass du da warst. Das muss mit rein. Macht's gut, ciao, ciao. Ich sage auch danke, macht's gut, bis zum nächsten Video. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schaut auch beim nächsten Video wieder mit rein und seid dabei bei meiner nächsten Chantat.